Starter Tom Maher hat schon seine Fahne in der Hand. Jetzt ist das Rennen gestartet. Start zum Ponyrennen an der 800-Meter-Marke. Bloy Moon, das kleinste Pony, hat da zunächst einmal einen großen Vorteil, führt gleich mit 7-8 Längen. Dahinter sehen wir dann AP McCoy vor in dritter Position. Montini, der setzt an der Außenseite bereits nach, an der Innenseite dann die Farben von Cocky. Es geht bereits in den Einlauf hinein. Sox hat einen sehr weiten Weg bis nach vorne. In der Zielgeraden sind die Pferde mittlerweile angekommen. AP McCoy hat das Kommando mit Montini an der Innenseite, versucht dann Zutkin auf Touren zu kommen, ganz an der Innenseite, Cocky, und ganz außen kommt er dann, Sox, ganz an der Außenseite mit Robin Weber zwischen den Pferden, Montini, dahinter AP McCoy, ganz an der Innenseite, Sutkin, aber der Favorit, der geht nach vorne, Sox an der Außenseite, Montini versucht sich zu wehren, aber Sox ist vorn, hat eine halbe Länge Vorteil, Montini kommt an der Innenseite wieder, Sox vor Montini und Sox gewinnt hier vor Montini, und dahinter ist Sutkin dann drittes Pferd vor AP McCoy, dahinter Cocky, dann Bloy Moon und letztes Pferd war Jacqueline. Der vorläufige Einlauf für das erste Rennen des Tages. Es gewannen die 4 Sox mit Robin Weber. Zweites Pferd war die 5 Montini und Lloyd Beckert. Und auf Platz 3 die 6 Sutkin mit Sino de Lancia. Vorläufig heißt das 4, 5 und dann die 6.